Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem zweiten Webinar zum Nachhaltigkeitsreporting. Diesmal soll es um Anforderungen und Lösungsansätze gehen. Mein Name ist Thomas Büttner. Sie sehen mich hier im Bild. Ich werde Sie durch die nächste Stunde begleiten. Ich bin bei der Compirex GmbH für den Bereich Financial Asset Management und damit vor allem eben für unsere Dienstleistung im Umfeld Kapitalanlagemanagement zuständig. Wie wollen wir die nächste Stunde füllen? Hier ein kurzer Blick auf die Agenda. Wir werden starten, indem wir Ihnen zunächst kurz unser Unternehmen, die Compirex, vorstellen, wer wir sind, was wir tun, was wir anbieten etc. pp. Dann gehen wir eben in das Thema rein mit einem Update bezüglich des aktuellen Stands der ESG-Anforderungen. Der Anforderungen für das Nachhaltigkeitsreporting, brechen das im nächsten Abschnitt, im nächsten Kapitel runter auf Versicherungen. Was heißt das denn für die Branche und auch für das Kapitalanlagemanagement im Speziellen? Bevor wir dann im letzten Abschnitt dezidiert darauf eingehen, wie wir uns als Compirex denn eine Lösung dafür vorstellen, was wir dafür vorgesehen haben, was wir ihnen anbieten können. Bevor wir direkt ins Webinar reingehen, vielleicht noch eine Anmerkung. Sollten Sie Fragen haben, stellen Sie die gerne in das Fragenfenster. Das sollte auf Ihrem Bildschirm aufgeploppt sein, indem Sie sich, als Sie sich eingewählt haben in die GoTo-Software, stellen Sie einfach bitte die Frage. Wir werden am Ende des Webinars versuchen, diese zu beantworten. Zunächst zu uns, zur Compirex. Hier sehen Sie ein paar Mitarbeiter unseres Unternehmens, nicht alle, keine Angst, der eine oder andere mag, weil er das Bild auf der ersten Seite gesehen hat, mich auch nochmal wiederfinden. Wir sind heute ein Team von etwa 60 Leuten, verteilt auf zwei Standorte hier in Deutschland mit unserem Hauptstandort, unserem Büro in Düsseldorf und auf unsere Niederlassung in den USA. Uns gibt es als Team oder Teile davon bereits seit mehr als 20 Jahren. Das heißt, Teile des Teams sind auch schon länger zusammen, als es die Compirex als Unternehmen überhaupt gibt. Seit dieser Zeit haben wir oder betreuen wir immer noch mehr als 70 Kunden und tun dies vor allem, und hier ein paar weitere Facts and Figurestones, und tun dies vor allem in den Themen Finanzmanagement und SAP. Das ist letzten Endes sind es die beiden Begriffe, auf die man unser operatives Geschäft zusammenfassen kann. Das Finanzmanagement-Thema unterscheidet sich, oder unsere Betreuungsleistungen unterscheiden sich hier an der Stelle zwischen unseren Hauptkundengruppen, den Versicherungen und den Industrieunternehmen. Bei Versicherungen dreht sich alles um das Kapitalanlagemanagement. Hier unterstützen wir Sie letzten Endes im Rahmen des gesamten Kapitalanlagemanagement-Prozesses mit Dienstleistungen und Produkten, dazu vielleicht später kurz mehr. Im Industrieumfeld reden wir da weniger über Kapitalanlagen, da diese dort weniger häufig vorkommen, sondern über klassische Treasury-Themen wie Cash-Management, was bei Industrieunternehmen natürlich eine größere Bedeutung, in der Regel größere Bedeutung einnimmt, als es bei Versicherungsunternehmen ist, oder eben auch das Risikomanagement, Abschluss von Sicherungsgeschäften bis hin zum Hedge Accounting. Wir tun dies, ich hatte es gerade eben schon mal kurz angeschnitten, nicht nur mit Beratungsdienstleistungen, sondern auch mit einer ganzen Anzahl von Produkten. Wir verfügen auch über doch eine relativ breite Entwicklungsabteilung, die zum einen sich in eben entsprechenden Produkten, was sich zum einen in entsprechenden Produkten äußert. Es sei hier nur mit dem Financial Adapter eine relativ breite Schnittstellenlösung genannt, die letzten Endes erlaubt, aus allen möglichen Systemen Daten in das SAP TM-Modul zu transferieren oder das Process Cockpit, was es Ihnen oder den Nutzern ermöglicht, auch komplexe Prozesse im SAP-Umfeld zu steuern, zu verfolgen, auch zu automatisieren. Und dadurch eben erleichtert. Ich hatte es schon erwähnt, das Team oder Teile des Teams gibt es seit mehr als 20 Jahren, die Compirex eigentlich erst seit 2009. Hier sei noch ein für uns doch bedeutendes Ereignis erwähnt. Wir sind seit November 2021 Teil der X1F-Gruppe und bilden zusammen mit unseren Schwestergesellschaften, hier sind einige genannt, die ICOR, die Adveco, der ein oder andere mag die Namen eben kennen, einen Verbund von jetzt heute mehr als 800 Beratern, die sich eben letzten Endes auch mit einem sehr ähnlichen Portfolio an Beratungsleistungen, Produkten und Entwicklungsunterstützung um vor allem um regulierte Märkte kümmern, das heißt um Versicherungen und Banken eben
aber auch um Industrieunternehmen im Bereich Finanzmanagement. Noch ein paar Worte mehr zu unserem Serviceangebot, zu unseren Dienstleistungen. Wir haben hier mal, sag ich mal, unsere, wir nennen es Basisdienstleistungen aufgeführt, weil wir in dem Umfeld eben ein sehr breites Beratungsangebot haben. Ganz links, eigentlich klassisch das Kernprodukt, was wir auf der Versicherungsseite im Kapitalanlagemanagement haben. Das heißt, wie es hier beschrieben ist, Asset Management mit SAP FAM. Das heißt, mit den zentralen Modulen, die SAP an dieser Stelle ja, vorhält oder zur Verfügung stellt, will sagen CRM, CML und CMS für die Sicherheitenverwaltung. Mit diesem Paket gelingt es Ihnen letzten Endes, ich sage mal, nahezu alle Fragestellungen im Kapitalanlagemanagement einer Versicherung oder einer Bank abzudecken. Hier unterstützen wir Sie, wie bereits erwähnt, ja, in allen Teilen des Prozesses, auch mit allen möglichen Beratungsleistungen, von der Erhebung der Anforderungen, der Spezifikation Ihrer Anforderungen bis zur Umsetzung, auch bis zur Betreuung des Systems nach einer Live-Setzung, falls bei Ihnen im Hause keine ausreichenden Ressourcen zur Verfügung stehen. Herausgehoben nochmal rechts daneben das Thema Darlehensmanagement oder Loans Management mit CML, CMS. Auch das bis letzten Endes, sag ich mal, kann man auch als Teil das Asset Management mit SAP FAM verstehen, ist aber hier nochmal separiert, um einfach ja, nochmal darauf hinzuweisen, dass wir über eine etwas andere Welt reden. Nicht jeder von Ihnen dürfte das Darlehensmanagement als Anforderung haben, weil die Assetklasse Hypothekendarlehen, wofür es ja vor allem gebraucht wird, eben nicht jeder im Portfolio hat. Aber hier ist die Dienstleistungskette oder unser Angebotsportfolio eigentlich gleich. Wir unterstützen Sie da in allen Fragen, die die beiden Module betreffen. Als Pendant zur Versicherungsseite ist hier in der Mitte das Treasury Management mit SAP CRM erwähnt. Hier dreht es sich eben um die Fragen, die ich vorhin schon erwähnte im Bereich der Corporate Treasury. Da sind wir eher in Richtung Risk Management unterwegs. Cash Management ist natürlich ein Thema. Oder auch die Hedge Accounting-Fragestellungen, die im industriellen Bereich ja, zumindest bei uns etwas häufiger vorkommen als im Versicherungsbereich in der Kapitalanlage. Auch hier wieder die große Bandbreite. Für uns ein wesentliches Standbein ist das Meldewesen, insbesondere hier Meldewesen für Versicherungen. Wir sind schon seit Jahren für einige Länder, hier genannt auch Italien und USA, ja, fester Partner der SAP für Meldewesen-Fragestellungen und bieten in diesem Umfeld sowohl Beratung als auch mehrere Tools, um die Meldewesen-Anforderungen aus verschiedenen Ländern eben abzudecken. Last but not least, und da werden wir später nochmal ganz kurz darauf eingehen, kundenspezifische Lösungen. Ich hatte es bereits erwähnt, wir verfügen eben nicht nur über Beratungskompetenz, sondern auch über eine doch recht breite Entwicklungsabteilung, die sich dann wiederum nicht nur um die eigenen Produkte, um unsere eigenen Produkte kümmert, sondern auch im Rahmen von Projekten ja, da ansetzt, wo wir mit den Standards bei der Umsetzung Ihrer Anforderungen nicht mehr weiterkommen. Das Thema ist letzten Endes, Ihr System mit kundenspezifischen Erweiterungen dahingehend zu entwickeln, dass Ihre Anforderungen trotzdem im SAP-Umfeld abgedeckt werden. Weil es für das Thema Nachhaltigkeitsreporting, werden wir später sehen, recht bekannt ist, noch ein ganz kurzer, tieferer Blick auf das Thema Loans Management, wie bereits erwähnt. Stehen wir hier als, ja, wir kennen das System letzten Endes sowohl von der Einführung als auch von der Anwendungsseite seit, ja, seit Jahrzehnten. Was zuletzt hier oder was zuletzt vor allem die Fragen waren, was die Anforderungen waren, war die Migration der Sicherheitenverwaltung, die ja unter S/4HANA nicht mehr in CML stattfinden kann, sondern nach CMS migriert werden muss, also CMS als Collateral Management System. Hier ist es erforderlich, und das stellen wir auch bereit, ein Tool anwenden zu können, zu haben, um Ihre Sicherheiten aus dem CML ins CMS zu überführen. Und wie schon bereits erwähnt, noch ein kurzes Schlaglicht eben auf die kundenindividuellen Softwareentwicklungen, die wir in der SAP-Umgebung eben anbieten. Auch das ist ein Thema, was im Bereich der ESG-Anforderungen eine Rolle spielt. Dazu später mehr. Hier sehen Sie auf der rechten Seite der Folie, dass wir Sie auch hier letzten Endes vom Anbeginn, von Ihrer Anforderung, von der Aufnahme Ihrer Anforderung
bis hin zum ja, schlussendlichen Rollout des Produkts und seiner Betreuung komplett in allen Schritten unterstützen können. Vor allem sei hier nochmal erwähnt, dass wir an der Stelle häufig eben das doch recht umfangreiche und langjährige fachliche Know-how mit dem Entwicklungs-Know-how zu ihrem Nutzen gut verbinden können. Jetzt aber genug zu unserem Unternehmen, jetzt zum eigentlichen Thema des Webinars. Wo stehen wir denn mit den ESG-Anforderungen? Um es grundsätzlich das Thema einmal abzuholen, ich glaube, wir müssen den Begriff ESG nicht nochmal erklären. Das sollte in aller Munde sein, wofür die einzelnen Buchstaben stehen. Also E für die Umwelt, S für Social, G für Governance. Letzten Endes nimmt das ganze Thema seinen Ursprung in den UN Sustainable Development Goals, wie sie vor 20 Jahren verabschiedet wurden. Die sehen Sie hier im oberen Teil der Folie. Und da sehen Sie auch schon, damals wurde schon eben unter Sustainable oder Sustainability nicht nur das E, sondern eben auch das S und das G verstanden. Man hat damals sich eben ja, in einer breiten Mehrheit dafür entschieden, die Weltwirtschaft mehr in Richtung Nachhaltigkeit zu lenken und hat sich überlegt, in welche Ziele möchte ich das quasi übersetzen, operationalisieren. Stichwort operationalisieren. Heute, eben etliche Jahre später, sieht es in der EU so aus, dass wir da vor allem über die drei, ja, ich soll sagen, drei Objekte reden, die Sie in der unteren Hälfte sehen. Ich fange mal links an. Zum einen die SFDR oder die EU-Offenlegungsverordnung, die sich ausschließlich an Finanzmarktteilnehmer richtet. Hier kurz FMPs oder Financial Market Participants erwähnt. Und den Finanzmarktteilnehmern eben vorschreibt, welche Informationen vorschreibt, ihre Produkte gemäß der Nachhaltigkeit sag ich mal, einzuordnen, gemäß den Artikeln, die in der Offenlegungsverordnung eben versammelt sind. Als Pendant dazu, letzten Endes für alle Unternehmen Pendant ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber als eine Art Entsprechung, kann die nicht finanzielle Berichterstattung oder Non-Financial Reporting Directive, NFRD, verstanden werden. Die richtet sich an alle Unternehmen und legt fest, welche Art oder welche Informationen eben über das Thema Nachhaltigkeit im Rahmen des, ja, als Ergänzung zu den Abschlussinformationen im Jahresabschluss veröffentlicht werden müssen. Manche Unternehmen und wahrscheinlich auch einige von Ihnen veröffentlichen wahrscheinlich schon eine ganze Weile einen Nachhaltigkeitsreport. Die NFRD und in der Folge die CSRD, die ab 2024/25 letzten Endes der NFRD nachfolgen wird, gießt das letzten Endes in eine Vorschrift und legt fest, welche Art die Informationen sind, die veröffentlicht werden müssen, etc. Als Bindeglied oder als in der Mitte steht hier die EU-Taxonomie. Die EU-Taxonomie ist letzten Endes keine Offenlegungsvorschrift oder definiert irgendwelche Anforderungen, sondern ist Klassifizierungssystem, eine Metrik, um sowohl für SFDR als auch für NFRD oder CSRD in Zukunft festzulegen, was ist denn nachhaltig, um es auf einen einzigen Punkt zu bringen? Allerdings mit einem ganz klaren Fokus auf das Thema E, also die EU-Taxonomie bezieht sich heute, und das sehen wir gleich auf der nächsten Seite, vor allem eben auf Umweltziele und zumindest vernachlässigt Themen wie Social und Governance, zumindest aktuell. Wo stehen wir denn auf dem Zeitplan, auf der Zeitachse? Ja, die meisten von Ihnen werden das wahrscheinlich Anfang des Jahres, und damit möchte ich anfangen, im Januar 2022 bereits mitgemacht oder unterstützt haben. Mit dem Jahresanfang 2022 war ja über das Finanzjahr 2021 bereits Nachhaltigkeitsinformationen zu liefern und die EU-Taxonomie das erste Mal etwas konkreter in Betracht zu ziehen. Allerdings erst mit den zwei ersten Umweltzielen, wie Sie sie hier sehen, also Klimaschutz und Klimawandelanpassung, und festzustellen, inwiefern die wirtschaftlichen Aktivitäten, taxonomiefähig sind. Ja, das ist eher grundsätzliche Berichterstattung. Diese Berichterstattung war auch eher formal noch
oder unterliegt oder lag wenigen formalen Anforderungen und konnte, denke ich, noch in Anführungszeichen mit der Hand am Arm sehr gut durchgeführt werden. Anfang 2023 verschärft sich das ein wenig, im Prinzip aber auch noch auf einer eher manuellen Art und Weise leistbar, ist die Berichterstattung über das Jahr Finanzjahr 2022 rückwirkend. Dann sind mehr Umweltziele der EU-Taxonomie bereits zu bedenken. Aber im Prinzip habe ich noch nicht diese Verschärfung der Vorschriften. Ich bin immer noch bei der Taxonomiefähigkeit. Das heißt, sind grundsätzlich meine wirtschaftlichen Aktivitäten, bestehen die zur Taxonomie an sich, steht noch im Mittelpunkt. Aber das Wesen ist ähnlich wie die Berichterstattung im Januar 2022. Erst im Januar 2024, das sehen Sie hier oben rechts, wird es einen deutlichen Schritt schärfer. Da ist es dann wirklich verpflichtend nach die EU-Taxonomie, und zwar auch nicht mehr nur die Fähigkeit, sondern die Konformität ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten oder Aktivitäten einzuwerten. Da kommen Themen ins Spiel, dass ich zum einen die Anforderungen der Taxonomie erfüllen muss und aber dafür auch andere damit nicht verletzen darf. Dieses Thema Do Not Significant Harm kommt damit ins Spiel. Und die Anforderungen, das werden wir später gleich noch sehen, werden auch deutlich konkreter, was den Umfang und den Inhalt betrifft im Rahmen der NFRD. Auf der Zeitachse sei noch erwähnt, Sie sehen hier noch weitere Punkte, auch was die SFDR betrifft, die PIs, die vor allem eben für Finanzmarktteilnehmer gelten, aber demzufolge nicht für alle Versicherungen, denn Sachversicherungen sind im Sinne dieser Vorschrift keine Finanzprodukte, die da eingewährt werden müssen, sondern höchstens Lebensversicherung. Sei noch erwähnt, dass auch seitens IFRS bzw. der Schwesterorganisation des ISSB zum einen im April ein erster Exposure Draft veröffentlicht wurde. Da gibt es inzwischen, ist auch die Rückmeldefrist abgelaufen. Das heißt, man sieht auch aus dieser Ecke, die ja jenseits der EU stattfindet, ist internationale Reporting Standard, entsprechend Berichtsanforderungen verfasst, erlassen werden. Also das ist jetzt nicht nur ein EU-Thema, sondern geht international letzten Endes in die gleiche Richtung. Auch im Frühjahr und im Laufe dieses Jahres hat man quasi schon an die Nachfolge, Kriterien oder Berichtsanforderungen der EU-Taxonomie gedacht. Weil im April 2020 hat die EFRAG einen ersten Draft für die European Sustainability Reporting Standards, ESRS, veröffentlicht. Diese Standards wurden jetzt, ich glaube Ende November, nochmal reflektiert. Wir sehen da gleich auch eine Übersicht zu, nochmal etwas reduziert, verdichtet. Das ist letzten Endes die Zukunft, und man sieht auch mit der Verabschiedung, der endgültigen, sag ich mal, Verabschiedung der CSRD, die ebenfalls im November stattfindet, dass das keine temporäre Geschichte ist, sondern dass am Ende des Tages wir erst am Beginn eines Prozesses steht, in dem sich nach und nach die Anforderungen verschärfen. Apropos verschärfen. Wir haben das hier nochmal zusammengefasst, wie sich das so langsam aufbaut. Wir sind aktuell, sind wir eher noch in dieser dunklen Phase, am unteren Rand dieses Bilds. Ja. Wir weisen noch die Taxonomiefähigkeit aus. Wir haben nur Umweltziele letzten Endes im Fokus oder sind angefordert. Das steigert sich dann ab 2023, heißt ab dem Geschäftsjahr 2023 in 2024 zu reporten, dass die Taxonomiekonformität und alle Taxonomieziele eben im Fokus stehen. Ich muss da dementsprechend um einiges tiefer reingehen. Und danach, wieder ein Jahr später, wenn die CSRD in Kraft tritt, muss ich für das Geschäftsjahr 2024, ab Anfang 2025, eben die ESRS-Standardentwürfe, die ich gerade erwähnt habe, in Betracht ziehen. Und die sehen etwas umfangreicher aus. Das sieht man ja sehr deutlich, wenn Sie diese kleinen grünen Bildchen mit dem vergleichen, was jetzt am linken Rand erschienen ist, sieht man, dass die Umweltziele sich nicht sehr verändert haben, aber es kommt halt das Thema Soziales deutlich dazu.
wenn man sie sieht, eigene Belegschaft. Ich muss mehr in diese Elemente auch nochmal reinschauen, auch Stichwort Lieferkettengesetz und so weiter und so fort. Was da eben mit dem Geschäftsjahr 2024 bedacht werden muss. Wenn wir das jetzt zusammenfassen, wo wir aktuell stehen, reden wir über zwei Entwicklungen, die wir gerade eben ja schon besprochen hatten. Zum einen, die europäische Schiene, die momentan noch an der EU-Taxonomie hängt, mit den Regelungen, die Sie gesehen haben. Aber in Zukunft reden wir da wahrscheinlich nur noch über die CSRD. Das ist zwar noch ein bisschen hin, aber Vorbereitung tut an der Stelle wahrscheinlich Not. Und da reden wir eben über die ESRS, die durch die EFAG veröffentlicht wurden, über die wir uns mittelfristig eben Gedanken machen müssen. Analog dazu, da stehen wir auch erst noch am Anfang, ist die Entwicklung, die auf internationaler Ebene vorangebracht wird durch den ISSB als Schwester der IFRS. Auch hier wird man tiefer in die Anforderungen reingehen und deutlicher oder konkretisieren, was nach und nach berichtet werden muss. Jetzt könnten Sie sagen, okay, sind denn die beiden Anforderungen gleich? Ja, sind sie nicht. Sie sind sich ähnlich. Ja, also sie folgen natürlich denselben grundsätzlichen Zielen. Man spricht allerdings davon, dass die Anforderungen des ISSB eher fast logischerweise aus der IFRS-Ecke kommend mehr, den Kapitalanlegerblick haben, der quasi von außen auf den Abschluss guckt und auf die Informationen, die darin veröffentlicht werden. Ne? Das ist Outside-In-Principle und die EFRAG dann eher, das kompletter betrachtet und auch andere Merkmale in den Vordergrund stellt. Das kann dazu führen, das ist heute noch nicht ausgeschlossen, aber die Entwicklung hat ja da noch ein bisschen Zeit, dass international agierende Unternehmen gegebenenfalls unterschiedliche Reporting-Anforderungen erfüllen müssen. Wenn Sie heute nach IFRS bilanzieren sollten, ist ISSB natürlich für Sie auch ein maßgeblicher Punkt. Und gleichzeitig in der EU beheimatet sind, dann haben Sie natürlich die Anforderungen der EFRAG ebenfalls zu erfüllen. Und das ist ein Punkt, da wird man abwarten müssen, inwieweit man sich dann auch harmonisiert. Ist zumindest das Ziel. Und ich denke, dass, das ist dann der vierte Punkt, dass auch über den GDV da entsprechend Druck aufgebaut wird. Der GDV, das wissen Sie wahrscheinlich genauso gut wie wir letzten Endes auch, steht der Nachhaltigkeitsanforderungen, eigentlich jeder Marktteilnehmer positiv, sehr positiv gegenüber. Er sieht aber vor allem noch aus Branchengesichtspunkten eben Probleme in der Umsetzung, Anforderungen noch zu wenig konkret. Das sehen wir gleich auch nochmal im nächsten Abschnitt. Damit sind natürlich Kosten verbunden auf allen Ebenen, sei es bei der Lösung selbst oder sei es bei der Beratung, sei es bei der Lösungsfindung etc. pp. Um den Abschnitt kurz zusammenzufassen, aktuell konkretisiert sich zwar die Anforderungswelt zum Thema Nachhaltigkeit, aber es ist immer noch relativ viel Unsicherheit im Markt. Das liegt daran, dass sich vor allem noch keine Best Practice gefunden hat. Die meisten Unternehmen sind da letzten Endes mit ihren Wirtschaftsprüfern zugange, ist ein natürlicher Ansprechpartner, weil eben die nicht finanzielle Berichterstattung sehr eng verknüpft ist eben mit der finanziellen Berichterstattung, mit dem Abschluss, was ein klassisches Wirtschaftsprüferthema ist, sodass Konzepte zum Nachhaltigkeitsbericht häufig hier diskutiert werden. Allerdings, wie gesagt, da findet man sich noch, was eben was die Best Practice betrifft. Um das auch noch zusammenzufassen, generell sperrt sich niemand gegen dieses Thema. Das Problem ist nur, dass es halt die Anforderungen noch nicht so klar sind, um zu sagen, okay, ich weiß jetzt genau, was ich zu tun habe. Und solche Dinge erhöhen natürlich, wie das der GDV ja auch schon motiviert, den Aufwand und den Aufwand der Umsetzung und im Umgang damit. Jetzt der Switch mehr in die Versicherungsbranche. Um da mal ganz grundsätzlich anzufangen, ist natürlich eine Versicherung ein Unternehmen wie jedes andere auch in einem Ausmaß, was den eigenen Geschäftsbetrieb betrifft. Entschuldigung. Ich muss natürlich auch nach innen gucken. Ich fange jetzt einfach mal rechts an der Stelle. Innen heißt für eine Versicherung, welche Verwaltungsgebäude habe ich, mit welchem Energiemix betreibe ich die, habe ich einen Fuhrpark, gibt es an der Stelle Vorschriften, aber
Um da mal vorwegzugreifen, kommen natürlich auch so Themen bezüglich Social und Governance ins Spiel, wie Gender Pay Gap und etc. pp. Das sind Dinge, die in Zukunft noch mehr eben aus der Innenwelt eines jeden Unternehmens zu beachten sind zum Thema Nachhaltigkeit und natürlich dann auch für Versicherungen. Als zweites großes Standbein hier in zwei Kästen nochmal dargestellt, ist natürlich das operative Geschäft einzuwerten. Und das ist bei einer Versicherung zunächst mal der Versicherungsbereich. Das heißt, auf meiner Passivseite habe ich das Versicherungsgeschäft. Und das Versicherungsgeschäft ist natürlich genauso einzuwerten, wie nachhaltig ist das aufgestellt. Ja, welche Risiken versichere ich? Welche Geschäftspartner habe ich? Wie sind die Produkte definiert? Bis hin dazu, dass es gibt Überlegungen, quasi eine Art CO2-Fußabdruck pro verkaufter Police zu ermitteln. Ja, das sind Dinge, die gegebenenfalls dann auch später mal einen werblichen Effekt haben können, aber ich muss schauen, wie bewerte ich quasi an der Stelle oder diese Seite meines operativen Geschäfts ein. Womit wir uns im weiteren Verlauf des Webinars qua unserer Ausrichtung allerdings vertieft beschäftigen werden, ist das Thema Kapitalanlagen, Assets, die andere Seite der Bilanz. Hier liegt es letzten Endes auch auf der Hand, was das Thema Nachhaltigkeit dort heißt. Ja, ich habe Geld, das lege ich an und dann kann ich natürlich schauen, bei wem lege ich das an, zu welchem Zweck lege ich das an oder was macht derjenige damit, indem ich das Geld quasi, das Geld meiner Kunden übertragen sind, in die Hand drücke. Das ist natürlich ein Unterschied, ob ich damit, sag ich mal, ein Kohlekraftwerk finanziere oder einen Windpark oder whatsoever. Wie gesagt, das ist das Thema, was hier im Mittelpunkt steht und auf das wir dann auch jetzt näher eingehen. Wenn wir in die Kapitalanlage reinschauen, dann haben wir uns Gedanken gemacht, wie sieht ein Kapitalanlagemanagementprozess aus und an welchen Stellen habe ich Berührpunkte mit der Nachhaltigkeit? Und im ersten Schritt könnten Sie fragen, warum hier der Bereich Asset Allocation oder Allokation grau ist. Das hat damit zu tun, dass das der einzige Bereich ist im Kapitalanlagebereich, wo wir dezidiert keine Lösungen anbieten. Aber ich natürlich Berührpunkte mit der Nachhaltigkeit habe. Die grundsätzliche Ausrichtung meiner Investitionstätigkeit, da kann ich natürlich Nachhaltigkeitskriterien mehr oder weniger einbeziehen, bis hin zum Thema Impact Investment, was ja auch eine sehr grundsätzliche Frage zum Umgang damit ist. Das nächste Thema ist, da unterstützen wir bereits. Also Entscheidungsunterstützung heißt für uns, bereits bei Abschluss der Transaktion dem Nutzer oder dem unserem Kunden Informationen mitzugeben, wie denn das Geschäft, was gerade abgeschlossen wird, bezüglich der Nachhaltigkeit einzuwerten ist. Das könnte man sich vorstellen oder kann man sich vorstellen im Rahmen einer Limitvergabe, wie andere Kontrahentenlimite eben auch. Ja, wenn Sie heute auf ein gewisses Credit Rating schauen und gibt Ihnen optimalerweise Ihr System quasi einen Hinweis, Moment, der Kontrahent, mit dem darf nichts mehr abgeschlossen werden, weil er eben vom Rating her zu weit unten steht oder nicht von der Bonität her zu schlecht ist, etc. pp. Das wäre eine Möglichkeit, bereits eben beim Abschluss von Transaktionen die Nachhaltigkeitskriterien mit einzubeziehen. Hier gibt es heute am Markt noch sehr wenige Lösungen, was auch daran liegt, und hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dass man ja erstmal den Datenhaushalt für, und jetzt komme ich auf die rechte Seite, für das Reporting aufbauen muss, um zu sehen, wogegen kann ich denn überhaupt oder wie konstruiere ich so ein Limit, gegen welche Merkmale muss so ein, mit welchen Merkmalen muss so ein Limit laufen. Das geht ja damit einher. Was muss ich im Reporting berichten, um einfach zu sehen, was darf ich nicht mehr abschließen, wenn ich eben ein gewisses Nachhaltigkeitslevel erreichen will in meinem Portfolio. Das Reporting unterscheidet sich für uns logischerweise, nicht nur für uns, eben in das Meldewesen, das aufsichtsrechtliche Reporting. Entschuldigen Sie bitte. Das aufsichtsrechtliche Reporting, das heißt, das, was Sie letzten Endes erzeugen müssen, sei es nach NFRD, CSRD oder SFDR, das ist noch heute, zumindest Stand jetzt, noch nicht das klassische Meldewesen.
sondern, also wie Sie es kennen, dass ganz spezifische Formulare ausgefüllt werden müssen, sondern gewisse Daten müssen erzeugt werden, um Ihre Nachhaltigkeit eben oder die Nachhaltigkeit Ihres Kapitalanlageportfolios nachzuweisen. Entschuldigung, ein Frosch im Hals. Dazu gehört aber dann auch noch zum Reporting das Management Reporting. Das heißt, in dem Ausmaß, in dem Ihr Unternehmen nachhaltiger aufgestellt werden will, ja, könnte es ja dem Senior Management oder dem Vorstand in den Sinn kommen, ja, das Unternehmen auch jenseits des Meldewesens in einen nachhaltigeren Bereich zu steuern. Und dann brauche ich natürlich auch Informationen, wie das zu tun ist. Die können zusätzlich, also die können alleine sich aus dem Meldewesen ergeben, aus dem aufsichtsrechtlichen Reporting, können aber auch zusätzliche Datenanforderungen haben. Allen ist gemein, all diesen Berührpunkten ist gemein, dass ich natürlich ja, irgendwo einen Bereich brauche, wo ich meine Merkmale verwalte. Na, da kommen wir später noch bei der Lösung hinzu. Und das bildet auch so ein bisschen die Brücke zwischen dem Reporting und der Entscheidungsunterstützung. Wenn ich weiß, was ich sehen will in meinem Reporting, kann ich auch in der Entscheidungsfindung Prozesse etablieren, um zu sagen, ja, ich sag mal, im übertragenen Sinn bis hierher und nicht weiter. Wenn ich gewisse Transaktionen abschließe, dass ich bereits eben bei Abschluss sehen kann, wohin steuere ich denn mit dieser Transaktion, die ich abschließe, zum Thema Nachhaltigkeit. Wie bereits erwähnt, aktuell ist der Fokus auf dem Reporting, deshalb gehen wir hier auch ein Stück, sag ich mal, tiefer noch. Hier ein kleiner Exkurs, ja, aus dem Kontakt mit unseren Kunden, ja, haben wir, sag ich mal, ein Bild abgeleitet oder ableiten können. Das jetzt, sag ich mal, noch nicht ganz so positiv ist, oder beziehungsweise die bereits im ersten Abschnitt genannte Unsicherheit ganz gut ausdrückt. Na, insbesondere von kleineren und mittelgroßen Versicherungen hört man eben, dass man sich hier noch so ein bisschen, ja, verunsichert, ein bisschen verloren fühlt. Und das dreht sich vor allem um drei oder sag ich mal zwei Themenkomplexe. Das eine ist, ja, dass die Materie ist eigentlich eine völlig neue. Ich muss mich halt damit beschäftigen. Ich brauche neue Daten. Woher bekomme ich die? Die Datenerhebung ist zu komplex. Das, was jetzt in den Gesetzestexten steht, ist nicht konkret genug. Also Stichwort Best Practice sehen wir unten nochmal. Also ich muss quasi sehr viel Interpretationsarbeit leisten, um für mich ein Bild zu entwickeln. Wenn man das dann getan hat und man ein bisschen tiefer reingegangen ist, kommt man so oft häufig zu einem zweiten Punkt, dass eine Versicherung weniger nachhaltig aufgestellt ist, als man glaubt, als man vorher glaubte. Ja, wenn ich quasi meine Kapitalanlagen einwerte und dann feststelle, was ich wirklich taxonomiefähig bzw. taxonomiekonform sein wird, kommt da häufig eine Ratio raus, die deutlich geringer ist, als man geglaubt hat. Und ich weiß, dass das Thema auch schon, ja, es wird auf Branchenebene auch besprochen, weil man als Versicherungsbranche sich eigentlich nachhaltiger glaubte als zum Beispiel ein, weiß ich nicht, Automobilhersteller. Teilweise ist das aber nicht so und das hat auch zum Hinterfragen der Kriterien geführt. Ja, das ist auch was eine gewisse Unsicherheit mit sich bringt. Ja, weil, klassisches Beispiel, Sie investieren in einen Windpark, also erstmal auf den ersten Blick, super grüne Investition, alles nachhaltig etc. pp., alles erfüllt. Aber Sie haben ein Problem, wenn Sie so einen Windpark oder ein Windrad wieder abbauen, weil Teile des Materials eben nicht recyclingfähig sind und mit unter der Prämisse dieses Do Not Significant Harm, also andere Umweltziele nicht verletzen zu dürfen, ist auf einmal dieser Windpark weniger taxonomiekonform, als man vorher dachte. Und solche Themen, also solche führen natürlich zu Diskussionen und Diskussionen führen an der Stelle zu keinen festen Vorgaben und zu einer Unsicherheit. Welche Wünsche werden im Zusammenhang wurden häufig geäußert? Ja, am liebsten, also die Daten, die ich dafür brauche, von einem Anbieter, am besten auch schon so aufbereitet, dass ich sie einfach nur durchschleusen muss. Da werden wir später noch dazu kommen. Das geht für manche Assetklassen so einigermaßen, also ganz gut, für andere Assetklassen weniger. Das ist natürlich auch, ja, also ein Thema, ähnlich wie wenn Sie, keine Ahnung, Devisen- oder Zinskurse sich einspielen oder Wertpapierpreise. Eine fixe Quelle und nicht 17 verschiedene macht das Leben da deutlich leichter. Best Practices hatten wir schon angeschnitten, auch schon im letzten Abschnitt. Man wünscht sich da halt ein bisschen, ja, so ein bisschen Guidance,
um zu sagen, okay, ich mache das so wie der Wettbewerber XY oder wie der GdV das hier vielleicht vorschlägt und dann bin ich auf der sicheren Seite. Das gibt es halt heute, Klammer auf, noch, Klammer zu, nicht. Will sagen, es wird wahrscheinlich, oder Sie kommen wahrscheinlich nicht drum rum, sich zumindest ja, rudimentär ein paar Gedanken zu machen, wie Ihre Nachhaltigkeitsstrategie aussieht, um selbst, sag ich mal, eben was zu entwickeln, wie Sie auch Ihre Assets hier an der Stelle eben einwerten können. Und der letzte Punkt, klar, Hilfestellung bei Erstellung der Reportings geht in die gleiche Richtung. Ja, gibt es denn irgendwo was, was man uns abschauen kann? Vielleicht eine Lösung, die wir implementieren und dann hätten wir es schon. Alles in allem ist das aktuelle Bild, was wir so empfangen, dass dieser sogenannte, ich sag mal, Green Deal, wie man ihn auch nennen könnte, heute noch kein besonders gutes Geschäft oder noch kein, ja, noch nicht das Ende der Fahnenstange sein kann. Viele Versicherungen fühlen sich damit noch relativ unwohl. Wenn ich aber in die Zukunft blicke, und das haben wir ja im ersten Abschnitt schon gesehen, und hier ist es nochmal etwas operativer runtergebrochen, ja, komme ich eben nicht umhin, mir da mehr Gedanken zu machen und eine größere Sicherheit zu erwerben, weil wir stehen, wie gesagt, erst am Anfang. Ja. Der erste Punkt hatten wir schon im ersten Abschnitt. Wenn ich heute noch in Richtung der Taxonomiefähigkeit unterwegs sein kann, muss ich demnächst die Taxonomiekonformität ausweisen. Ich ist hier schon erwähnt, do not significant harm. Das heißt, das Ganze, das Einwerten Ihrer Kapitalanlagen wird schwieriger, kriegt eben eine Dimension hinzu. Das Jahr drauf, hatten wir auch schon erwähnt, kommt eben die CSRD statt NFRD. Dann wird alles nochmal deutlich, es wird deutlich konkreter. Der Scope erweitert sich auch. Das heißt, ich glaube, heute reden wir über knapp 10.000 Unternehmen, die Nachhaltigkeitsinformationen der EU veröffentlichen müssen, das wird sich steigern auf knapp unter 50.000, weil einfach die Grenzen gesenkt werden. Und da kommt hinzu, gleichzeitig mit der CSRD wurde auch ein weiterer Aktionsplan, könnte man es nennen, veröffentlicht, dass man nach 2025 diesen Scope immer weiter ausweiten will, auch auf Unternehmen außerhalb der EU zum Beispiel und so weiter und so fort, um den Markt noch umfangreicher erfassen zu können. Auch bezüglich der Formate geht die CSRD weiter als die NFRD. Das heißt, das wird alles sehr konkreter, sehr deutlicher in den Vorschriften. Damit einhergeht auch eine vertiefte Prüfung. Naja, Sie haben mal Teil des Abschlusses eben heute schon den Wirtschaftsprüfer mit dabei, der, sage ich mal, Ihnen über die Schulter schaut und guckt, wie die Zahlen der Report erzeugt wurde. Ist das denn alles mit rechten Dingen zugegangen? Auch das wird sich nochmal weiter verschärfen. Stichwort Reasonable statt Limited Assurance. Also Limited Assurance ist einfach ein anderes Ausmaß der Prüfung, ist eher oberflächlich. Man guckt eben mal drüber und sagt, okay, Anführungszeichen sieht gut aus. Bei Reasonable Assurance guckt man tiefer in die Prozesse, macht dann auch entsprechende, deutlich tiefere Stichproben, ob die Daten denn auch in ihrer Kette richtig erzeugt wurden. Das wird diskutiert, ist ein Thema vielleicht auch für nach 2025, aber kommt ganz sicher und hat natürlich dann auch Auswirkungen auf eine Lösung, die man finden muss. Ganz rechts nochmal der Hinweis, heute findet es bereits in einigen Unternehmen statt, dass man sich gezielt, ich sag mal, Steuerungsgrößen gibt im Vorstand und sagt, ich möchte mein Unternehmen nachhaltiger entwickeln. Das machen noch nicht alle Unternehmen. Wir gehen aber davon aus, dass auch in der Branche der Druck steigen wird, sich da so ein bisschen dem Trend eben anzupassen. Was aber wiederum heißt, dass über das Meldewesen hinaus wahrscheinlich mehr Informationen nötig sein werden, um eben danach steuern zu können und, was auch wichtig ist, häufiger nötig sein werden, weil Meldewesen ist immer wichtig zu Meldewesen-Zeitpunkten. Das heißt, also ja, Stand heute kann einmal im Quartal oder meinetwegen auch nur einmal im Jahr, wenn es um den klassischen Nachhaltigkeitsbericht geht. Wenn Sie danach steuern wollen, reicht Ihnen ja einmal im Jahr nicht. Das heißt, ich brauche eigentlich einen laufenden Prozess, um quasi meine Nachhaltigkeitsdaten zu ermitteln. Zusammenfassend heißt es, als Anforderung, wie muss denn eine Lösung aussehen, jetzt unabhängig von System oder Nicht-System, ich werde nach unserer Meinung nach haben wir eine Systemlösung brauchen. Je nach Größe des Assetbestands, eine etwas komplizierte oder weniger komplizierte, da kommen wir vielleicht gleich zu. Aber ohne wird es wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr gehen. Und diese Lösung muss zum einen flexibel sein. Ich hatte es ja erwähnt, die Anforderungen nehmen zu. Und zum anderen aber, ich sag mal, so nachvollziehbar, so transparent, prozesssicher sein, dass eben auch ein Wirtschaftsprüfer bei seiner Prüfung sagt, okay,
ich habe verstanden, wie die Daten ermittelt wurden. Das passiert eben nicht mit der Hand am Arm, sondern ein nachvollziehbarer Prozess führt dazu, dass die Datenqualität eben auch einen gewissen Standard hat. Und deshalb können wir als Wirtschaftsprüfer eben damit leben. So viel zu den Anforderungen. Was ist jetzt quasi unser Ansatz? Was wäre eine Lösung oder was ist eine Lösung? Was hat uns geleitet bei dem Finden einer Lösung? Das war zum einen der Punkt, Sie alle haben wahrscheinlich, oder ich gehe mal davon aus, individuell angepasste Systemlandschaften. Ja, will sagen, keine zwei Systemlandschaften unserer Kunden sind komplett gleich. Es gibt zwar ähnliche Komponenten, klar, wir beraten ja vor allem im SAP-Umfeld, aber im Einzelnen gibt es immer wieder Unterschiede und gerade wenn es in Richtung Reporting geht, in den BI-Umfeld etc. pp., wird es dann eben auch, läuft es etwas auseinander, sodass wir der Meinung sind, dass wir eher eine individuelle Lösung brauchen als ein Produkt, wo man sagt, okay, one size fits all. Und das ist es dann, mit dem Sie alle Nachhaltigkeitsinformationen, Nachhaltigkeitsanforderungen abdecken können. Eher also individuell. Es muss flexibel sein, das Thema hatten wir gerade. Es ist logisch. Also ich kann keine Lösung bauen, die Sie jetzt über den, Reporting-Zeitpunkt Anfang 2024 bringt. Weil Anfang 2025 wird die Lösung wieder etwas anderes oder mehr liefern müssen. Ich will sagen, sie muss ausbaufähig sein und dementsprechend eben flexibel. Ach, die Reporting-Formate, da haben wir uns davon leiten lassen. Also wir geben da jetzt nichts vor mit einem, eine Auswahl von 10, 15 Reports und das ist es dann, sondern der Fokus liegt eher daran, die richtigen Daten so zu erzeugen, dass wir sie in die BI-Tools, die Sie ohnehin ja wahrscheinlich schon haben, dass wir sie da aufnehmen können und in ihre Berichterstattungsformate integrieren können. Sie erstellen ja heute auch schon einen nicht finanziellen Report oder einen Jahresabschluss in gewissen Formaten und dahin müssen die Daten ja gebracht werden. Und da macht das aus unserer Sicht weniger Sinn zu sagen, wir stellen Ihnen 5 Templates hin und ansonsten, wenn Sie noch 5 weitere brauchen, brauchen wir quasi einen Change Request, um weitere Templates zu entwickeln. Und was war letzten Endes das Motiv? Wie entwickeln wir das? Dann reden wir ganz klassisch über eine grundsätzliche Vorgehensweise im IT-Bereich. Vielleicht kennen Sie es aus Ihrem Studium oder aus anderen Dingen noch. Wir sind einfach dem EVA-Prinzip gefolgt. Ne? Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Das heißt, wenn ich eine Lösung bauen will, muss ich diese 3 Komponenten betrachten. Und das haben wir dann auch. Zunächst zum Thema Eingabe. Die Daten, also die gute Nachricht vorweg, es gibt Daten am Markt. Vielleicht gibt es noch nicht genügend Daten am Markt, es gibt aber da auch eine Menge Entwicklung drin. Es gibt sowohl auf der Anbieterseite für Standardmarktdaten wie bei Bloomberg sehr starke Entwicklung oder Fortschritte, was da angeboten wird, aber auch mehr und mehr Spezialanbieter, die sich hier etablieren, sei es hier ISS oder auch Sprengnetter, der heute schon Immobiliendaten liefert, die sich entsprechend aufgestellt haben, oder auch Anbieter wie Sustainalytics, die quasi ein Rating anbieten oder sogar eine Dienstleistung an sich, die einfach ihr Portfolio an Anlagen bewertet. Das heißt, die Daten müssen dann in Anführungszeichen nur noch in eine Systemlösung kommen und da ist der Ansatz zu sagen, wir nehmen die Bestandssysteme, jetzt in unserem Zusammenhang eben die Systeme, die ich ganz am Anfang schon erwähnt hatte, das wären halt TM, CML, CMS, um dort diese zusätzlichen Stammdaten, weil wir reden über Stammdaten, an die jeweiligen Objekte zu hängen. Wenn wir da über das Einspielen der Daten reden, brauchen wir zwingend eine Validierung, weil die Daten anders als vielleicht Standardmarktdaten noch nicht die Datenqualität haben, wie sie wahrscheinlich in mehreren Jahren haben werden. Da wird es immer noch, Leerstellen geben etc. pp. Oder einzelne Emittenten, wofür es keine Daten gibt, jetzt um auf das abzuheben. Das heißt, ich brauche eine Validierung, die ich da einbauen muss. Und damit einhergeht natürlich auch, wenn ich eine Validierung brauche und auf Fehler stoße oder Leerstellen etc. pp., muss ich natürlich auch eine manuelle Anpassung hier berücksichtigen. Eine manuelle Anpassungsmöglichkeit, um fehlerhafte Daten überschreiben zu können.
da sei noch erwähnt an der Stelle, die kann ich nicht einfach so oder sollte ich nicht einfach so überschreiben. Ich muss es nachvollziehbar machen, weil, ja, wie gesagt, der Wirtschaftsprüfer schaut Ihnen irgendwann über die Schulter und da ist ein sag ich mal, ein einfach so Ändern der Daten immer ein bisschen problematisch, weil Sie dann gegebenenfalls erläutern müssen, warum Sie an der Stelle einfach mit dem Überschreiben eines Datums eine Anlage als taxonomiekonform ausgewiesen haben. Zur Datenqualität sei hier noch eine Meinung des GDV und eine Aussage des GDV zitiert, weil eben die Datenqualität noch nicht so durchgängig, noch nicht so einheitlich ist, fordert der GDV heute eine Regulierung der verschiedenen Agenturen, um da einen gewissen Standard reinzubringen. Ist definitiv ein Thema, aber das denke ich, das wird der Markt früher oder später regulieren. Ist jetzt in der Anfangsphase natürlich noch für Sie auch, also für jemanden, der dann eine Lösung einführt, etwas schwierig, sich an den richtigen Datenanbieter zu binden. Aber auch da, sag ich mal, ja, kristallisieren sich doch sag ich mal, gewisse Favoriten heraus. Ich hatte es schon erwähnt, ganz kurz hier nochmal darauf einzugehen, die Komplexität zum einen Ihrer Datenanforderungen, aber auch Ihrer Lösung hängt sehr stark davon ab, welche Assets Sie in Ihrem Portfolio haben. Standardisierte Produkte ist relativ einfach, da Daten zu finden. Ne? Sie haben, wenn ein standardisiertes Produkt heißt, wenn das Produkt eine ISIN hat oder eine Wertpapierkennnummer, dann kennen Sie den Emittenten. Wenn Sie den Emittenten kennen, kriegen Sie von wem auch immer die entsprechenden Nachhaltigkeitsdaten. Und ja, dann ist es eigentlich nur noch ein relativ kleiner Schritt zu sagen, ab welchem Level man diese Nachhaltigkeitsdaten so einwertet, dass man sagt, okay, das ist jetzt taxonomiekonform zum Beispiel. Das wird auch in Zukunft für Social- und Governance-Daten gelten. Ne? Also ich meine, ich habe da einen Datenkranz, der ist recht gut abgrenzbar. Das ist hier von links nach rechts, wird es aber an der Stelle komplizierter und ganz rechts habe ich Themen wie Hypothekendarlehen oder was wir hier nicht aufgenommen haben, sind Infrastrukturobjekte oder mehr Alternative Assets Beteiligung etc. pp. Aber an Hypothekendarlehen wird es sehr schnell deutlich, wo es kompliziert wird. Sie haben keine standardisierten Geschäftspartner, keinen standardisierten Kontrahenten, dem Sie das Geld leihen, in aller Regel. Sie werden von, keine Ahnung, von einem typischen Darlehensnehmer im Hypothekengeschäft jetzt keine Daten aus Bloomberg ziehen können. Das heißt, Sie müssen sich selbst darum kümmern, dass entweder er Ihnen die Daten liefert oder im Bestand die Daten eben dann so erhoben werden, dass Sie da einen Datenkranz haben. Und was hier noch dazu kommt, Sie haben natürlich auch noch das Objekt. Ja, der Darlehensnehmer ist da eigentlich weniger interessant, weil wenn er privat ist, fällt er ESG-seitig mehr oder weniger unter den Tisch. Aber dann dreht es sich natürlich ums Objekt. Und das Objekt hat natürlich einen ESG-Impact. Ja, das reden wir über einen Energieausweis. Finanziere ich mit dem Darlehen, ich weiß es nicht, jetzt mal ganz überspitzt formuliert, ein Kohlekraftwerk oder ein KW-55-Haus. Und das sind Dinge, die Sie letzten Endes in Ihrem Datenhaushalt berücksichtigen müssen. Entschuldigung. In der Mitte haben wir nochmal ABS, MBS aufgenommen. Ja, das ist ein Thema, die sind standardisiert, haben allerdings auch, deshalb sonst würden sie nicht Asset oder Mortgage Backed heißen, eine Besicherung im Hintergrund. Und auch da kann man natürlich über entsprechende Merkmale reden. Stand heute sagt man, oder wird es eher als standardisiert angesehen, sodass man da sehr gut durchkommt. Es wurde aber auch schon diskutiert, was man damit anfängt. Da gibt es auch, denke ich, noch eine gewisse Grauzone, wo man sagt, ja, wo ich gegebenenfalls oder bei den Assets ich mehr Daten brauche, als jetzt zum Beispiel bei einer Unternehmensanleihe, die jetzt ganz links dargestellt werden würde. Im zweiten Schritt, wie sieht denn unserer Meinung nach, sollte eine Datenverarbeitung aussehen? Ja? Und da reden wir eben auf der linken Seite auf die Daten, die wir da einbeziehen wollen. Das heißt, Bestandsdaten, das Thema hatten wir schon, das, was wir ohnehin schon im System haben, ja, Emittent, Nominalvolumina, all das, all diese Daten. Dann kommen die Nachhaltigkeitsdaten hinzu, hatten wir ja schon darüber berichtet, was da so anfallen kann. Und Sie brauchen Referenzdaten. Das heißt, irgendjemand muss ja festlegen, ab welchem Level diese Rohdaten quasi als nachhaltig oder taxonomiekonform, fähig etc. Gelten können. All diese Daten werden dann in einen Rechenkern, sage ich mal, gekippt, der bestimmte Berechnungslogiken enthält. Ich habe hier Mapping, also ich prüfe im Rahmen eines meinetwegen Entscheidungsbaums, also Sie können sich das vorstellen als
könnte man sich vorstellen als eine Kette von If-Then-Else-Anweisungen, wenn man sagt, okay, falls Feld A mit der Ausprägung B vorhanden ist und das Asset ansonsten die Kategorie C erfüllt, dann habe ich hier eine Taxonomiekonformität. Solche Regeln müssen Sie da letzten Endes hinterlegen. Das kann natürlich noch komplexer sein, aber im Wesentlichen sind es diese Themen. Der Output wäre dann, und was da rauskommen muss, ist letzten Endes eine Einwertung ihrer Assets gegenüber jetzt hier in dem Fall der Taxonomie. Oben ist einfach als Sinnbild dargestellt, was so die was die Vorschrift da so vorsieht. Und unten ist ein Screenshot, wie wir uns das zum Beispiel aus Sicht Compirikus vorstellen könnten. Auf der nächsten Seite wird es noch mal etwas größer und hier noch mal, ne, wie so eine Auswertung aussehen kann. Allerdings auch schon mal vorweggenommen, so eine Auswertung wird Ihnen auch nicht ewig weiterhelfen, weil hier nochmal der Rückgriff auf das, was wir schon ein paar Seiten vorher hatten, die ESRS naht mit Entwürfen, die dann wiederum ganz anders, auf der Umweltseite vielleicht ähnlich, aber an anderen Stellen eben ganz anders aussehen können. Will wiederum sagen, feste Templates macht heute ja nur begrenzt sind. Da sind wir wieder bei dem Thema, wie strukturiere ich meine oder wie gestalte ich den Output einer solchen Lösung. Über den Rechenkern gilt es noch ein paar Worte zu verlieren. SAP verliert oder SAP schlägt hier das PAPM vor. Und Sie sehen hier, das Layout hat gewechselt. Das ist ein Modul, zu dem wir keine oder uns unwesentliche Kenntnisse besitzen. Deshalb haben wir hier zwei Folien von unserem Schwesterunternehmen, der Adveco, eingebaut. Das PAPM ist nichts anderes als eine Art, ja, also bei der ersten Vorstellung, die ich zu dem Tool hatte, wurde es uns als Excel für S4HANA verkauft. Eigentlich eine Art Rechenmaschine, die auf einer S4HANA-Umgebung, aber muss nicht unbedingt S4HANA sein, sich die Tabellen aus verschiedenen SAP-Modulen ziehen kann und mit den Daten in diesen Tabellen arbeiten kann. Dabei ist wichtig, um es vom SAP Business Warehouse, vom BW abzugrenzen, das SAP PAPM persistiert keine Daten. Das heißt, da baut keine eigene Datenhaltung auf oder ähnliches, sondern rechnet mit diesen Daten. Ja, das ist, und deshalb ist der Vergleich zu Excel gar nicht so verkehrt. Ne, man hat Verweise auf Daten in Tabellen und mit diesen Verweisen arbeite ich, erzeuge neue Daten und gebe die dann weiter. Ja, in meinetwegen in eine nächste Abfrage oder eben in eine Auswertung. Und wie könnte ich dann einen Taxonomieprozess oder einen solchen Nachhaltigkeitsreporting-Prozess hier abbilden, von links nach rechts? Ich habe eine Datenintegration mit verschiedenen Datenquellen, Financial Instruments, wenn Sie den Business Partner schon eingeführt haben, da finde ich ja die Geschäftspartnerdaten da, da kann ich meine entsprechenden Daten rausziehen. Ich kann auch externe Daten dazuladen, wie es hier Klimaszenarien, Emissionsdaten, um meinen Datenhaushalt zu erzeugen, wie gesagt, aber nicht persistiert. Dann habe ich in der Mitte ein Model, das ist dieses Thema, was von dem Widerstand, diese Mapping-Logik, dieser Berechnungskern, den kann ich hier implementieren auf relativ einfache Art und Weise, ein bisschen mit Track and Drop etc. pp. Und erzeuge dann rechts eben Auswertungen, erzeuge Daten, die Sie auch validieren können, weil Sie den Assets gegenüberstehen. Man ein Dashboard, um da eben drauf zu schauen, zu sagen, okay, so sieht meine Nachhaltigkeitssituation im Kapitalanlagemanagement aus. Diese Daten kann ich dann auch weitergeben, ja, an ein BI-Tool etc. pp. So viel zum mittleren Punkt, zum V, zum Rechenkern einer Lösung. Was die Ausgabe betrifft, da können wir, denke ich, recht schnell drüber gehen, da hatten wir schon viel drüber gesprochen. Wir sind halt der Meinung, dass Flexibilität hier bessere Chancen bietet als ein gewisses, ja, wie soll ich sagen, ein gewisses, gewisser Umfang an Reports. Und dass wir besser mit dem arbeiten, was bei Ihnen im Haus an BI-Tool sowieso schon zur Verfügung steht und die Daten da letzten Endes hier reingeben. Das bietet uns einfach eine größere Flexibilität und als proprietäre Formate, die sagen, okay, es gibt diese fünf Auswertungen und alles andere müssen Sie sich selber bauen. Letzten Endes ist eine intelligente Schnittstelle dann, sag ich mal, die effizientere Lösung. Und deshalb sehen wir das letzten Endes als das deutlich bessere Modell.
So, als Quintessenz, wie könnte denn eine SAP-Softwarelandschaft zukünftig aussehen? Und ganz schnell drüber weggegangen, Datenquellen hatten wir ja schon erwähnt, da haben Sie Ihre Standarddatenquellen ganz oben, rechts die spezialisierten, unten die Adressaten, die eigentlich die gleichen sind. In der Mitte eben die bestehende SAP-Landschaft, eher rechts mit bestandsführenden Systemen. Sie haben dann heute ein TRM, CMS, CML, in dem Sie eben Ihre Bestände heute schon führen, wenn Sie diese Assetklassen haben. Und dazu wahrscheinlich irgendeine Art Logik oder Berichtsschicht, sag mal Berichtsschicht, um die Daten eben auszuwerten. Als Ergänzung käme dann für eine ESG-Lösung zum einen eine Erweiterung der Schnittstellen, um die zusätzlichen Datenprovider da eben anzubinden. Wir haben es mal Data Collection Engine genannt. Dann Templates, das heißt zusätzliche Tabellen vorkonfiguriert, die Sie an Ihr TRM, CMS, CML hängen könnten, um zu sagen, hier kann ich die Daten aufnehmen. Als Rechenkern entweder eine Erweiterung, wenn Sie das schon haben oder neu einführen würden, den entsprechenden Content in PHPM. Oder wenn das zu umfangreich ist, sage ich mal, eine Visualizing Engine, sorry, haben wir es genannt, um ja, statt eines PAPM eben die Daten zu mappen und darzustellen, um dann eben auch weiter zu transportieren in Ihre sonstigen BI-Umgebung, zum Beispiel in das bestehende Data Warehouse. Kommen wir zum Fazit. Die Situation am Markt, wie Sie es hier sehen, das hatten wir im ersten Abschnitt deutlich gemacht, ist eben noch mit Unsicherheit behaftet. Das heißt, die Anforderungen sind noch nicht klar. Man muss gucken, um sich selber zurechtfinden. Man muss sich auch selber mit dem Thema beschäftigen. Stand heute. Man kann, sag ich mal, da es kein Best Practice gibt, nicht, sag ich mal, einfach woanders etwas abschauen. Die Verfügbarkeit der Daten ist ein Thema, das auch noch nicht ganz geklärt ist. Wie gesagt, es gibt jede Menge Daten, aber auch da ist es so, dass es noch kein, sag ich, wende mich an Bloomberg und mit dem Datenkranz komme ich aus. Das passt eben noch nicht für alle Assetklassen. Und da haben wir das Thema, je nach Umfang an Assetklassen, was Sie haben, desto mehr werden Sie sich mit dem Thema beschäftigen müssen. Wenn es nur um Anleihen, standardisierte Wertpapiere etc. geht, dann ist man wahrscheinlich schneller fertig, als wenn Sie eher in alternative Assets oder Hypothekendarlehen solche Themen haben. Das haben wir ja bereits ausgeführt. Unserer Meinung nach kann ich damit oder kann man damit am besten mit einem flexiblen Ansatz, Lösungsansatz, wie wir ihn gerade eben dargestellt haben, kann ich darauf am besten reagieren, weil eben eine Lösung diese verschiedenen Anforderungen wahrscheinlich nicht abdecken wird, beziehungsweise diese Lösung so flexibel sein muss, ja, dass ich sie heute, ja, ich muss sie ja in Zukunft so stark erweitern, dass wir eben mit einer grundsätzlichen flexiblen Lösung, individuellen Lösung, aus unserer Meinung nach weiterkommen. Gut, soweit die Themen, die ich Ihnen vorstellen wollte. Nun zu Ihren Fragen. Ich sehe Vielen Dank, gerade. Thomas. Ich glaube, eine Frage ist reingekommen. Da sind Ja, also die sogar erste zwei. Frage. Genau, die zweite ist auch reingekommen gerade. Die erste Frage ist: Wir haben in unserem letzten Bericht ausgewählte Assetklassen eher pauschal als taxonomiefähig gekennzeichnet. Das ist dann in Zukunft wohl nicht mehr möglich? Nee, wird es nicht mehr sein. Das ging quasi oder geht momentan noch, dass ich eher pauschal vorgehe und sage, okay, meinetwegen alle aus bestimmten Gründen sind alle Hypothekendarlehen, meinetwegen jetzt taxonomiefähig, das ist richtig. Aber das geht natürlich bezüglich Taxonomiekonformität dann nicht mehr so einfach, weil ich, sage ich mal, auch dann die Objekte mit einbeziehen muss, jetzt auf diese Asset-Klasse bezogen. Das heißt, pauschale Ansätze werden wohl zukünftig ja, ich denke mal auch vom Wirtschaftsprüfer oder abgelehnt, nicht mehr akzeptiert. Danke, Thomas. Die zweite Frage, die reingekommen ist: Ihre Lösung geht also davon aus, Berechnungslogiken nicht in die Bestandssysteme zu implementieren, sondern in eine separate Funktion zu packen? Ja, gut erkannt. Wir würden gerne letzten Endes den Datenhaushalt trennen, sagen, ich habe ein Bestandssystem, so wie es heute letzten Endes auch ist, ne, ob ich da jetzt meine Emittenten, Geschäftspartner etc. in den entsprechenden Systemen verwalte. Diese würden wir anreichern und das gesamte Logikteil, den Berechnungsteil in ein separates, ja, einen separaten Teil zu packen, sei es jetzt wie hier vorgestellt, kurz SAP PAPM oder in einen, ja, weil es
vielleicht einfacher möglich ist, in einen Teil, den man selbst baut, kundenspezifisch. Eine saubere Trennung ist für uns an der Stelle, sag ich mal, eine Prämisse, um da die verschiedenen Ebenen in so einer Datei oder in so einer Softwarelandschaft nicht zu vermischen. Danke dir, das waren auch alle Fragen, die jetzt reingekommen sind. Sag mal, da hast du eine Punktlandung. Jo, ich sehe gerade, die Zeit ist auch um. Dann bleibt mir nur noch hier die Kontaktinformationen und mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit zu bedanken. Kommen Sie gerne auf uns zu, falls Sie noch Fragen haben. Die Kontaktadresse finden Sie hier oder auch in der Einladung des Webinars. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich freuen, von Ihnen zu hören. Vielen Dank.